Und der Sandburgenwettbewerb startet jetzt! Und nicht mogeln! Ihr musstet es euch erschweren lassen! Öffnen wir den Kristall. Also sage ich den Polizisten, dass jemand hinter uns her ist. Aber sie hören mir nicht zu. Das tut nie jemand. Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Marco hat sich in den letzten Jahren zurückgehalten. Er hätte mir sagen sollen, dass er Ärger hat. Ich habe gerade mit meiner Quelle beim Rap gesprochen. Marco war seit seiner Ankunft auf Kavall aus, aber angeblich soll er Anzeichen von Besserung zeigen. Was immer du mit den Kristallen anstellst, mach weiter so. Scusi! Gut, gut. Ich habe hier letzte Woche einen alten Großmeister spielen sehen. Jeder durfte ihn herausfordern. Und er hat gegen ein Kind verloren, das in meiner Nachbarschaft wohnt. Mann, sowas habe ich noch nie gesehen. Wow. Ich hatte mich schon gefragt, was das ist. Das ist Emilys Baum. Oh, das ist perfekt. Da bist du ja. Hattest du nicht gesagt, das sei ein Startup? Ja, ich wollte etwas weniger. Das. Aber mein Dad war derjenige, der das alles organisiert hat. Peter Parker! Na? Was sagst du? Ganz was anderes als die Werkstatt, in der Otto dich hatte. Und wenn du jetzt an Bord bist, wird es hier erst so richtig zur Sache gehen. Dad, Pete weiß noch nicht, ob er mitmacht. Oh, wirklich? Aber ich wollte ihn rumführen. Und selbst entscheiden lassen. Okay. Wisst ihr, euch Jungs wieder zusammenzusehen? Also dann, viel Spaß. Wo ist dein Ausweis? Schauen wir uns um. Das Erste, was ich dir zeigen will, ist unten. Harry, das ist... Krass, oder? Auch wenn Dad es vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Wie hast du... Er hat alles vorbereitet, als ich noch in Behandlung war. Aber als ich rauskam, habe ich ein paar Sachen verändert. Zum Beispiel? Mein Gehalt fließt in Forschungsprojekte. Der Vorstand ist divers aufgestellt und hält den Kurs. Und ich achte darauf, dass die Forschung unserer Mission treu bleibt, die Welt zu heilen. Zuerst stelle ich dir Dr. Young vor, führend in der Entomologieforschung. Weißt du, was Entomologie ist? Ja. Total cool. Dr. Young forscht gerade über Bienen. Beziehungsweise über die Feinde von Bienen. Meinst du das ernst? Hier, komm mit. Willkommen bei der Entomologie. Bereit, mit Dr. Young zu sprechen?
sind wohl Peter Parker. Freut mich. Dieses Projekt wird Ihnen gefallen. Nett, Sie kennenzulernen, Dr. Young. Harry sagt, Sie arbeiten mit Bienen. Und die Situation ist recht dringend. Ein Drittel der täglichen Nahrung stammt von Getreide, das Bienen bestaubt haben. Doch ihre Population nimmt weltweit rasch ab. Das liegt an ihrem Hauptfressfeind. Der Wespenart Bienenwolf. Darum haben wir eine innovative Rettung entwickelt. Interessiert? Wow, das ist cool. Diese kleinen Drohnen sind Bienenwächter, die wir darauf trainieren, Bienenwölfe zu bekämpfen. Wespen, die Bienen töten. Und sie helfen mit dem maschinellen Lernalgorithmus. Sehen Sie die Bienenwolf-Hologramme? Je besser Sie sie treffen, desto besser erkennen die Drohnen, worauf sie zielen müssen. Die Drohnen sollen die Bienenwölfe verscheuchen, nicht verletzen. Oh ja! Jawoll! Yep! Oh yeah! Bitte nicht fertig, Peter. Das war sehr produktiv und hat tolle Daten gebracht. Okay, ich flieg heim. Willkommen bei der Entomologie. Wenn das gerade echte Bienenwölfe gewesen wären, hätten sie etwa 520 Bienen das Leben gerettet. Wow, ich möchte helfen. Ich könnte versuchen, die Geschwindigkeit des neuralen Netzwerks zu erhöhen. Oh ja, bitte. Reden Sie doch beide weiter, falls Pete sich uns anschließt. Danke, Dr. Young. Ich will dir noch so viel zeigen, Pete. Komm mit! Vor uns liegt die medizinische Forschung. Das ist modernste Strahlentechnik. Mit Protonen statt Röntgenstrahlen. Für mehr Präzision und weniger Strahlung. Von all diesen Dingen haben wir doch immer gesprochen. Unser Traum, die Welt damit zu verbessern. Darum geht es. Harry, einen Moment bitte. Kann das vielleicht warten? Es geht schnell. Danke. Doc, das ist mein Freund Peter, Peter Dr. Corners. Wir kennen uns bereits. Ich habe mit Dr. Octavius gearbeitet. Sie waren mal im Labor wegen der elektrotaktilen Stimuli. Oh, ja. Sehr schade um Dr. Octavius. Seine Arbeit war vielversprechend. Hat sich etwas verändert? Müdigkeit? Irgendwelche Schmerzen? Nervös oder impulsive Gedanken? Nein, mir ging es nie besser. Das beunruhigt mich. Schön, Sie wiederzusehen. Dein Arzt ist wirklich Lizard? Der glaubt an zweite Chancen. Hey, ich muss kurz telefonieren, aber schau dich ruhig um. Komm nach oben, wenn du bereit bist. Das war verrückt. Aber es scheint für alle zu funktionieren, dass Dr. Connors hier ist. Ich werde mich umschauen. Das ist der Prototyp aus Ottos Labor. Das wäre ein Tatortbeweisstück gewesen. Ich frag mich, wie er hier gelandet ist. Cool. Scheint von Ottos Arbeit inspiriert zu sein, ohne die Probleme mit der Verkabelung. Ob Dr. Connors das benutzt hat? Nach Lizards Ausraster ist er vielleicht fertig mit seinen Selbstversuchen. Die Ursprünge des Lebens bleiben ein Rätsel. Wie entstehen organische Lebensformen aus nicht-biologischen chemischen Verbindungen? Jüngste Entdeckungen von Meteoriten, die organische Moleküle enthalten, die als Bausteine des Lebens gelten, könnten einen Hinweis liefern. Ja. Hey, wenn du bereit bist, treffen wir uns oben. Bin unterwegs.
Wir sehen uns gleich. Willkommen bei der Raumforschung. Was ist das? Vielleicht eine Art Strahlenbehandlung? Ob das wohl für Harrys Behandlung genutzt wurde? Mal sehen, was hier los ist. Vielleicht kann ich helfen. Oh, das würde eine Weile dauern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt Zeit habe, aber ich würde gerne später wiederkommen. Es ist so cool hier. Sieht so aus, als ob Connors seine früheren Forschungen wirklich in die Tat umsetzt. Ob er es bereut, das Serum an sich selbst getestet zu haben? Muss seltsam sein, mit schlummernder Echsen-DNA im Körper herumzulaufen. Ich weiß die Zahlen für die Willkommen bei der Entomologie. Drohnen? Ja, wir arbeiten bei den ultraleichten Drohnen mit dem Energielabor und dem Agrarlabor zusammen. Sie nutzen die neue Batterietechnologie für die Ernteüberwachung. Cool. Erfassen Sie auch Daten über den Anbau? Das werden Sie, wenn wir mit Ihnen fertig sind. Fantastisch. Danke. Bienenstöcke zeigen komplexe Gruppenentscheidungen und Gruppenbewegungen. Das Schwärmen ist ein jährlicher Prozess, bei dem sich das Bienenvolk vergrößert und teilt. Die Emily May Stiftung hat herausgefunden, dass Veränderungen in der Hast du den neuen Zeitplan gesehen? Habe ich. Und ich war echt enttäuscht. Hey, was machen Sie mit diesen Fahrrädern? Wir arbeiten an Batterien, die von Fahrrädern aufgeladen werden. Könnte ich mal auf einem fahren? Noch nicht, aber wenn Sie einsatzbereit sind, brauchen wir Testpersonen. Gut, ich komme wieder. Nicht vergessen, heute ist der Foodtruck wieder da. Wir sollten ihn denn doch. Ich meine, es gibt eine Reihe von Schritten, die wir durchlaufen müssen. Du sagst also, wir haben gezeigt, dass die fremdverstopften Bäume mehr Nährstoffe aufnehmen. Coole Fische. Nicht nur Fische, Forschungsobjekte. Willst du sie füttern? Ja. Koi-Fische haben eine gut untersuchte Pigmentierungsvariation, die sich für unsere Forschung zur Reflexivität eignet. Stapel von intrazellulären anhydrischen Guanin-Kristallen. Durch Zytoplasma getrennt. Wir finden es sehr nützlich für umweltfreundliche Dachmaterialien. Wie cool! May hätte diesen Ort geliebt. Tut mir leid. Echt ein Teilchenbeschleuniger? Damit leiten wir Protonenstrahlen in den Behandlungsraum unten. Er wird gerade repariert, aber sollte bald wieder laufen. Unglaublich. Wo gehen wir jetzt hin? In den obersten Stock. Du scheinst echt fit zu sein, Harry. Ich fühle mich gut. Also, versetz dich jetzt mal in die Vergangenheit. Die Zeit vor der Highschool. In die Mittelstufe. Okay. Kennst du die... Moment. Du bist ziemlich gefragt. Das ist nur mein Nachhilfejob. Was hast du gesagt? Erinnerst du dich an den Stoff aus der Mittelstufe? Gregor Mendel und die Erbsen? Ja, ich glaube schon. Du meinst Genetik und Pflanzenkreuzung? Genau. Dr. Foster hat für seine Arbeit auf dem Gebiet der Pflanzengenetik alle wichtigen Preise gewonnen. Wow. Hattest du Gelegenheit, die Fische zu füttern, als du rumgelaufen bist? Ja, das war toll. Interessantes Forschungsprojekt. Und es senkt auch den Cortisolspiegel. Ja, oder?
Ehrlich gesagt ist das einer meiner Lieblingsplätze im Gebäude. Des Zahlensystems und N der Grad der zu extrahierenden Wurzel ist. Ich verstehe. Der Algorithmus ähnelt der langen Division, wenn man es so betrachtet. Verstanden. Mhm. Rechts vorbei! Dr. Foster. Danke, Dr. Foster. Ah, Sie sind Peter Parker. Harry redet ständig von Ihnen. Schön, Sie kennenzulernen. Dr. Foster will die Landwirtschaft effizienter machen. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und des rasanten Klimawandels sind wir dazu gezwungen, uns schneller anzupassen als die Natur. Durch genetische Rekombination stellen wir das Getreide auf neue Herausforderungen wie Extremwetter oder Schädlingsplagen ein. Möchten Sie die Testumgebung sehen? Okay. Die Idee ist, die Gene einer Pflanze so zu verändern, dass sie optimale Eigenschaften aufweist. Und zum Beispiel auch bei Trockenheit gedeiht. In der Simulation möchten wir das Wachstum maximieren. Warum versuchen Sie es nicht? Okay. Bringen Sie die Basenpaare zusammen, um so viel Wachstum wie möglich zu fördern. Diese Pflanze könnte die Welt ernähren. Ich glaube, ich hab's verstanden. Toll. Jetzt können Sie es in echt ausprobieren. Wir arbeiten daran, dass die Pflanze auch bei Trockenheit wächst. Bei den patentierten GVO-Samen der Konzerne geht es um Profit. Dafür stehen Sie zu Recht in der Kritik. Unsere sind Open Source. Es geht um Nachhaltigkeit. Echt schlau. Interessant. Wir stoppen den Hunger auf der Welt. Gute Arbeit. Hören Sie, auch wenn Sie nicht offiziell im Dienst sind, könnten Sie sich ein Gen für mich ansehen? Es ist eine Pflanze, die speziell für städtische Gärten geeignet ist. Natürlich. Sehen. Gute Arbeit, Peter. Mit dieser Technologie ist der Welthunger im Jahr 2035 Geschichte. Wow. Ich kenne ein Dach, das Sie für einen Praxistest nutzen könnten. Interesse? Oh, ganz sicher. Harry hatte recht. Sie werden uns sehr nützlich sein. Danke, Dr. Foster. Und wohin jetzt? Zum letzten Stopp. Vielleicht mein Lieblingsort. Eindrucksvoll, aber nicht überwältigend. Verspielt, aber nicht geschmacklos. Imposant, aber nicht protzig. Dein Büro. Oder ist es unser Büro? Harry. Denk dran, die Dinge, die du heute gesehen hast, sind nur ein kleiner Vorgeschmack von unserer Arbeit. Aber entscheide noch nichts, bevor du das nicht gesehen hast. Okay. Wo ist dein Ausweis? Du brauchst ihn, um reinzukommen. Wo habe ich ihn hingesteckt? Sag nicht, dass du ihn verloren hast. Falscher Alarm. Hier ist er. Wir brauchen mehr Sicherheitspersonal. Wow. Oh Mann. Harry?
Das ist alles unglaublich. Es ist perfekt, weißt du, aber es ist gerade ziemlich hektisch. Während meiner Behandlung musste ich daran denken, was ich mache, wenn ich überlebe. Und ich habe meine Mom gehört. Sie sagte, unser Planet ist in Schwierigkeiten. Und ich muss etwas dagegen tun. Wir könnten mit deiner Hilfe so viel mehr bewirken. Ich meine, du bist der Schlauere von uns beiden. Na komm. Wir werden Mom und May stolz machen. Das ist unglaublich. Aber eine Sache. Kann ich meinen Tisch da hinstellen? Ich arbeite gern mit dem Gesicht zur Wand. Oh, das muss sein. Ich werde etwas Übergangszeit brauchen, wegen meines Dozentenjobs. Aber klar, so viel wie du brauchst. Wir müssen nichts überstürzen. Ja. Aber Coney Island steht, ja? Klar doch. Vergaß zu erwähnen, dass einige unserer Forscher in der Stadt Feldversuche durchführen. Solltest du dir mal ansehen. Ich habe dir die Standorte geschickt. Dein Ausweis gewährt dir dort Zugang. Okay, ich schwing vorbei. Hey, sorry, dass ich mich nicht früher gemeldet habe, aber ich habe einen neuen Job. Wirklich? Das ist großartig. Wo denn? Bei dieser neuen Stiftung von meinem Kumpel. Die ist der Wahnsinn. Ich erzähle es dir später. Was gibt's? Die Jungs, die mit Lee und Scorpion abgehauen sind. Genki und ich haben die Abgasspuren ihrer Flugzeuge bis zur Williamsburg Bridge verfolgt. Ich treffe euch dort. Musst du nicht noch einen Aufsatz schreiben? Ja, aber die Pflicht ruft. Glaub mir, deine Zukunft ist jetzt am wichtigsten. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich was finde. Okay, viel Glück da draußen. Bösen Jungs hier. Vielleicht haben sich Miles und Genki geirrt. Hey, ich bin auf der Brücke. Aber keine Spur von unseren mysteriösen Safari-Piraten. Oh Mann. Und wir waren uns so sicher. Sorry, dass alles umsonst war. Kein Stress. Wir finden sie. Einfach wegschmeißen? Macht man nicht. An diese Art von Technik gekommen. Ein echter Jäger weiß, wie man sich tarnt. Ich bewege mich. Feuer den Schuss.
Lars, Lee und Gargan gebracht. Entdeckt! Neue Position! Ich sollte mich umsehen. Was haben wir denn hier? Vielleicht führt das ja zu Antworten. So, Vögelchen. Bring mich zu deinem Nest. Das wird mir fehlen, wenn ich bei Emily May bin. Die Stadt ist nie ein einziger Hindernisparcours. Dieser Adrenalinrausch wird nie alt. Wirklich zu forschen. Für echtes Geld. Ich habe es endlich geschafft. Ein fester Arbeitsplatz. Okay, beruhig dich, Parker. Du kannst später von all diesen Sachen träumen. Zeit zur Verfolgung. Wow, ist das eine Railgun? Und sie funktioniert? Tarntechnik. Darf ich mir das genauer ansehen? Das heißt wohl nein. Ich habe jetzt zwei getarnte Orte entdeckt. Ein Anzug, der visuelle Frequenzen identifizieren kann. Haltet ihn unten. Wo steckt euer Boss? Offenbar nicht hier. Ich will mit ihm über seinen Lebensstil sprechen. Du verdienst seine Beachtung nicht. Und Scorpion schon? Ist klar. Ich hab ja nichts gegen Kagan. Ich hab ihn nur schon mehrmals fertig gemacht. Und doch verschonst du ihn. Indem ich ihn nicht töte? Ja, töten ist nicht so mein Ding. Wo ist euer Boss? Noch ein Roboter? Ich könnte etwas ausprobieren. Okay, mal sehen. Sorry, Vögelchen. Für mich ist das auch nicht gerade angenehm. Da müsste doch... Yep. Oh, ist das dein Zuhause? Komm schon, Vögelchen, lass los! Komm schon! Ich hab diesen Flug nicht gebucht! Ich schicke den Standort an MJ. Vielleicht findet sie die Grundbucheinträge. Wo geht es jetzt hin? Hey, MJ, hast du die Standortdaten von mir bekommen? Ja, ein alter Supermarkt. Der Besitzer starb letztes Jahr. Das Gebäude wurde verkauft. Warte. Der Käufer. Das ist eine Strohfirma, die überall in der Stadt Immobilien kauft. Ganze Blöcke kaufen die. Ich wollte letzten Monat eine Story über sie schreiben, aber das wurde nichts. Jede Person, mit der ich gesprochen habe, ist verschwunden. Hey, macht euch mal nützlich. Wir brechen demnächst auf. Wer sind diese Leute?
Das finde ich raus. Viel Glück. Ich muss die beiden leise ausschalten. Und die anderen Jäger? Die Ansätze stehen und die Kommunikation ist verknüpft. Kann losgehen. Was für ein Jagdrevier. Ich muss einen weglocken. Aber was? Nummer eins. Das ging schnell. Irgendwas gefunden? Zwei Dinge. Diese bewaffnete Gruppe nennt sich Jäger. Und sie sprechen mit Akzent. Internationale Söldner. Das war auch mein Gedanke. Könnte gutes Material für deinen Artikel sein. Ich setze mich dran. Danke. Verbindung oh, apropos gut. Arbeit. Generatoren sind grün. Ich habe Harry zugesagt. Das ist toll. Wir können später feiern, wenn dein aktueller Job erledigt ist. Unbedingt. Bis dann. Du wirst ganz müde. Viel Ausrüstung. Als gäbe es einen Krieg. Zwei Ansätze. Die Spinne wurde bei euch gesichtet. Bestien bereit machen. Ja, Craven, sofort. Craven, ist ihr Anführer? Wo wurdest du rekrutiert? Alaska. Ich habe Wilderer in den Parks gesucht, aber ich war strenger mit ihnen als mit dem Freund. Nach dem sechsten Vorfall wurde ich, wie hieß es noch, verurteilt. Also habe ich ihr Büro abgetan. Hab mich danach in meiner Wohnung versteckt, die gewartet. Aber dann kam Craven, hat mir eine richtige. Geh dem nach. Da war wohl doch nichts. Gute Nacht. Das sind alle. Was haben Sie vor? Hallo. Überwachungsvideo des Ansitzes von vorhin. Es gibt wohl noch andere in der ganzen Stadt. Ich schicke das Genki. Er kann bei der Suche sicher helfen. Was jagt Craven? Und warum? Ja, ist geladen. Ich komme auch gleich. Die Besten brauchen wir nicht. Macht sie hungrig. Hast du auch Hunger? Noch einer weniger. Oh, für mich? Das ist ja lieb. Oh! Oh, stabil und flexibel. Ich könnte... Cool. Dann teste ich mal mein neues Spielzeug. Die Basen sind aktiv. Die Ansätze gesichert. Die Tarnfelder funktionieren. Gut. Senkrechtstarter.
Fangdrohnen, Munition, Verpflegung. Ein paar... Bessere Ausrüstung als die meisten Armeen. Kraven muss reich sein. Oder einflussreich. Oder beides. Ich habe mal gesehen, wie er mit dem Zeug in seinen Beuteln einen Neger vor dem Tod bewahrt hat. Er lässt sich einfach nicht von der modernen Medizin einschränken. Das erklärt einiges. Wie meinst du das? Kein Mensch ist so schlimm. Nicht von allein. Das liegt am Fokus. Er kennt nichts als die Jagd. Würdest du dich ein bisschen mehr auf dich selbst konzentrieren, könntest du auch so stark sein. Vielleicht. Wen hast du außerhalb von Volgograd gesetzt? Sein Name verdient keine Erwähnung. Dachte, seine Jugend wäre ein... Kannte sich perfekt aus. Er gibt Sinn, aber sein Alter wurde ihm zu verhängt. Er war ungeduldig. Geht es dir gut? Steh auf! Scheint der einzige Weg zu sein. Ein Forschungslabor? Haben Sie Ihre Waffen an dieser Rüstung getestet? Und kein einziger Kratzer? Fast eine exakte Nachbildung. Hat sie wohl auf Schwächen überprüft. Bei Skorpion muss man vorsichtig sein. Moment mal. Na, sieh mal einer an. Hey MJ, ich habe noch einen Namen für dich. Kraven. Ist hier wohl der Boss und veranstaltet irgendeine Art Jagd. Kraven der Jäger. Was jagt er? Auf jeden Fall hat es mit Skorpion und Lee zu tun. Kannst du dir mal diesen Kraven ansehen und Miles darüber Bescheid geben? Schon dabei. Pass auf. Wie viele Brände müssen wir noch? Schaut hoch! Ich sehe die Spinne! Ziel im Visier! Komm schon runter!
befreit mich! Flieg, Pfeile! Ich schieße! Neue Position! Ich bin gleich raus aus der Falle! Ich treffe immer. Antworten, nicht ständig noch mehr Fragen. Das könnte klappen. Okay, Craven. Wonach suchst du? Moment. Scorpion und Lee auf einer Jagd kann ich verstehen. Aber Black Hat ist eine Diebin. Ich verstehe. Mit dem Benehmen gewinnst du keine Hundeschau! Drava und Puma, Roboter! Die Zähne haben's in sich! Umdrehen! Stell dich tot! Endlich! Ich hab mich schon gefragt, wann der Tierschutz aufkreuzt! Schieß auf ihn! Lass dich nicht treffen! Achtung, Netze! Eine Frage. Jetzt, wo ihr da seid, was jagt Craven? Vielleicht kann ich helfen. Bleib mit den Füßen am Boden. Es wäre für alle viel einfacher, wenn mich mal jemand aufklärt. Craven jagt die größte Angst des Menschen. Mehr musst du nicht wissen. Ah, also jagt er Misserfolg? Imität? Clowns? Es sind Clowns, oder? Die braucht doch eh keiner. Was habt ihr bewacht? Scorpion, Martin Lee, Black Cat. Dieser Craven stellt ein ordentliches Team zusammen.
Sees, du wärst ein Killer. Stell dir meine Enttäuschung vor. Superschurken auf die Jagd gehen? Sie sind die Beute. Felicia. Bist du bereit? Wofür? Ernsthaft? Mein Date ist gleich hier und du surfst im Web? Ma, niemand sagt heutzutage noch im Web surfen. Würdest du dich bitte umziehen? Okay, okay. Du trägst einen guten Lippenstift. Du musst ihn wirklich mögen, hä? Miles? Tut mir leid. Nächstes Mal bin ich wirklich. Miles. Hab dich lieb. Ich habe eine Basis von diesen Safari-Piraten gefunden. Oder Jägern, wie sie sich nennen. Und ich weiß, wie ihr Chef heißt. Craven, er hat Scorpion umgebracht und hat noch eine ganze Liste Superschurken. Warte, was? Heißt das Lee? Ich weiß nicht. Das ist eine lange Liste. Vor diesen Leuten muss Marco uns gewarnt haben. Sie haben Sandman gejagt. Unglaublich. Und Felicia steht auch auf der Liste. Black Cat? Deine Ex? Genau. Sie wird meine Warnung in den Wind schlagen. Aber vielleicht hört sie auf jemanden, der unbelastet ist. Wenn MJ dir ein paar Adressen mitteilt, könntest du dich dann darum kümmern? Wird gemacht. Danke, Mann. Ich brauche einen klaren Kopf, aber melde dich, falls was ist. Und wir werden Lee finden, Miles. Versprochen.